Tarek prüft gerade alle Akten der letzten 10 Jahre. Aber uns läuft die Zeit davon. Melissa, wir dürfen in dieser Phase nichts riskieren. Wenn diese Informationen an die Öffentlichkeit gelangen, dann wird die Firma Brock in Grund und Boden verklagt. Das alles beweist doch nur, dass der Erpresser uns wirklich gefährlich werden kann. Sie haben das Geld. Ja. Aber ich werde nicht bezahlen. Ach so, deswegen die Klopse und die Zitronenmuffins. Sag mal, was stimmt mit euch nicht? Seid ihr alle bescheuert? Nee, das ist alles meine Schuld. Also deine Mutter hat ja mit Kene nichts zu tun. Das ist alles auf meinen Mist hier wachsen. Ja, und dann sich auf meine Kosten in der Nachbarschaft feiern lassen. Mann, Jenny, dein Vater wollte doch nur helfen. Mein Vater, ja? Er ist nicht mein Vater! Mein Vater ist ganz woanders und das Einzige, was euch interessiert, ist das Geld, Geld, Geld und Geld. Aber es gibt kein Geld. Ist eigentlich klar, wie kränkend das hier ist? Uns geht's immer nur um dich, wir wollten immer nur dein Bestes und vor allem auch Mike. Und ja, er ist nicht dein biologischer Vater. Aber wer verdammt nochmal hat deine Windeln gewechselt, ha? Huh? Und wer hat dir Fahrradfahren beigebracht, wer deine Hausaufgaben kontrolliert und ist mit dir zum Training gefahren? Kapierst du's eigentlich nicht? Doch. Kapiert ihr es eigentlich alle nicht? Mein Vater ist tot! Ich kapier's sehr wohl, es geht hier um Respekt, meine Liebe. Wir sind deine Familie, ja, und wir haben alles für dich getan. Und ja, ich weiß, ich habe dich angelogen. Habe ich gemacht. Ist so. Und tut mir auch wirklich leid. Aber dass du uns jetzt vorwirfst, uns geht's nur ums Geld, das ist einfach sowas von ungerecht. Und so jemand will ich nicht in meiner Wohnung haben. Also nimm mir seine Sachen und geh. Ecke. Los, hau einfach ab, verschwinde! Hau ab, Mann! Jim, Ecke meidet nicht so, jetzt erstmal. Komm. Sie halten mich offenbar für einen Mann der leeren Drohungen. Da irren Sie sich. Sie geben mir entweder das Geld oder Sie unterhalten sich morgen mit dem Staatsanwalt weiter. Dann lasse ich Ihnen gerne den Vortritt. Edgar Falkenstein, Notar und Anwalt, Fachgebiet Immobilienrecht. Sie wissen auch, dass ich Geschäftsführer der Kirchmann AG bin. Ich bin wirklich beeindruckt. Leider ist meine Tätigkeit der Anwaltskammer bekannt und von dieser als unbedenklich eingestuft worden. Da müssen Sie schon ein bisschen mehr bieten. Wie wäre es damit? Die Baukauf AG, eine versteckte Tochterfirma der Kirchmann AG und wirtschaftlich von ihr abhängig. Das ist gar nicht gut. Die Baukauf AG ist nämlich im Immobilienhandel tätig. Entscheidend ist die Frage nach dem Interessenkonflikt. Na, da fragen wir doch mal die Familie Heinze, wie die Sache sehen. Oder die Firma Klinger. Oh Gott, die Liste ist ja lang. Gibt es nicht einen Interessenskonflikt, wenn Sie als Notar für Ihre Klienten, also Geschäfte mit einer Firma beglaubigen, der Sie als Geschäftsführer vorstehen? Also wenn das rauskommt, dann sind Sie Ihre Lizenz los. Und Sie müssen sich wegen Betrugs vor Gericht verantworten. Und jetzt verschwinden Sie. Sie glauben, Sie haben gewonnen. Wir haben nicht die geringste Ahnung. Danke übrigens. Hätte mich vorhin gar nicht verteidigen müssen. Aber nett, du darfst. Wie fremd einem jemand werden kann, war meine eigene Tochter. Naja, dir ist schon klar, wie das ausgesehen hat, als die beiden darin geplatzt sind. Ich kann verstehen, dass Jenny da ausgetickt ist. Ja, aber ich bin sicher, sie hätte die 2000 Euro. Ich finde, wir sollen dieses Thema jetzt mal lassen. Ich meine, wer Aktien im Wert von Millionen hat, ja? Der kann doch Kohle locker machen. Ja, ich frage sie nicht und du auch nicht. Auf ja keinen Fall. Ja. Und trotzdem finde ich, sie hätte ihr helfen können. Wir sind eine Familie, da hilft man sich. Ich krieg das Geld also so irgendwie zusammen. Also bitte, ja? Wenn du 2000 Euro zusammenkriegst, okay? Dann weiß ich aber, was wir damit machen. Ich hab denen das Geld zugesagt. Die haben sich auf mich verlassen. Das ist eine Frage der Ehre. Ach, hör mir doch auf mit Ehre. Du hast ein Jahr lang die Rente von deiner toten Mutter kassiert. Hast du das schon vergessen? Den Staat darf man bescheißen, Freunde nicht. Und Familie auch nicht. Wisst ihr was?
Du hieß jetzt mal und holst all deine Kumpels, die du Kohle versprochen hast. Die sollen mal ein bisschen was machen für ihr Geld. Was hast du vor? Wir holen den Imbisswagen. So, haben wir noch einen Anrufer? Ja, hallo, hier ist Anja nochmal. Ich hatte gestern Anja. Wegen... Gut, dass Sie anrufen. Ich habe schon überlegt, wie ich Sie erreichen kann. Wieso? Das ist mir schrecklich unangenehm, aber ich habe mich da vertan. Ich hatte die falsche Datei, besser gesagt die falsche Geburtsstunde. Wie meinen Sie das? Der Rat, den ich Ihnen gestern gegeben habe, war falsch. Ein Baby ist gerade keine gute Idee. Der Zeitpunkt für eine Schwangerschaft ist sogar absolut ungünstig. Ungünstig? Wieso ungünstig? Es könnte Komplikationen geben. Mit der Schwangerschaft? Mit der Schwangerschaft, mit Ihrem Freund, mit dem Kind, das kann ich nicht so genau sagen. Ich würde Ihnen nur dringend abraten, zum jetzigen Zeitpunkt aber ein Baby zu bekommen. Ja, echt? Also ich meine, wann wäre denn ein günstiger Zeitpunkt? Warten Sie, ich schaue noch mal. Nicht, dass ich Ihnen wieder was Falsches sage. Oh. Was? Nicht im nächsten Jahr, eher in 4 oder 5. 5 Jahre? Ist er 5 Jahre warten? So sagen die Sterne. Oni sa rozdeli ovde. Ovaj budala ne zna da mu jebem ženu. A ona misli da me koristi. Dann wirst du längst hier sein. Ja, nicht so. Wo ist das Geld? Gib keins. Wollen Sie mich verarschen? Ihre Schwägerin hat irgendwie rausgefunden, dass die Baukauf AG eine Tochterfirma der Kirchmann AG ist. Oh Gott. Das war dieser verdammte Penner. Da haben Sie sich einfach so wegschicken lassen? Geh doch ihretwegen nicht in den Knast. Das kann doch nicht wahr sein. Entschuldigung, kann ich... Was? Kann ich kurz stören? Wo sind meine 5,2 Millionen? Sie sehen doch, dass irgendwas schiefgelaufen ist, aber ja, Sie kriegen ja Geld natürlich. Hier sind schon mal die 200.000, die Leihgebühr. Das ist nicht ganz das, was wir vereinbart hatten. Ja, ich weiß. Wir müssen das Geld erst von meiner Schwägerin zurückholen. Ja, da haben Sie auch noch genau 4 Minuten für. Wie Sie sehen, ist das Ganze nicht unsere Schuld. Er hat's vermasselt. Das interessiert mich einen Scheiß. Der Deal war zwischen uns. Ich will mein Geld sehen, und zwar in spätestens 3 Minuten. Verstanden? Ja. Jetzt kriege ich aber nasse Strümpfe. Was wollen Sie machen? Uns hier im Büro erschießen und den Teppich anrollen? Olaf, bitte. Was? Lässt du dich von der Clownsnummer hier beeindrucken? Jetzt mal ernsthaft. Ich habe auch schon mal einen Mafia-Film gesehen. Die Nummer zieht bei mir nicht. Das Geld ist nicht da. Ich kann sie dann nicht geben. Sie kriegen ihr Geld, wenn sie ihr Geld kriegen. So, wir gehen. Im Ernst? Das ist grotesk. Für wen halten Sie sich eigentlich? Hey! Was ist los, du? Aua! Lass los! Zeig mal! Los, lass! Setzen Sie sich. Schauen Sie, ich bin kein Unmensch. Ich biete Ihnen eine Alternative an, wie Sie Ihre Schulden bezahlen können. Mit Aktien der Firma Brock. Sind Sie verrückt geworden? Sieht so aus. Hey, Baby! Ist alles okay? Ich kann kein Baby kriegen. Wieso? Die Astrologin sagt, der Zeitpunkt sei ungünstig. Vielleicht in 4 oder 5 Jahren. Boah, das ist natürlich echt Mist, ne? 5 Jahre? Das ist ewig. Was soll ich denn die ganze Zeit machen? Was soll mich denn glücklich machen, Rocco? Ich mach dich glücklich. Oder nicht? Du musst da einfach positiver und aktiver rangehen. Guck mal, du hast jetzt richtig viel Geld. Du hast alle Möglichkeiten auf dieser Welt. Konzentrier dich doch auf deine Karriere und lass uns ein richtig großes Ding aufziehen. Und dann kannst du immer noch ein Baby haben. Was für ein Ding? Ich habe 1000 Geschäftsideen. Wir nehmen uns die beste, gründen eine Firma zusammen. Ey, wir sind ein Dreamteam. Das wird super. Guck mal, wenn wir jetzt gerade kein Baby kriegen können, dann machen wir einfach unsere Firma zu unserem Baby. Guck mal. Was macht man, wenn man mies drauf ist? Hm? Ich weiß es. Und zwar küsse ich dich heute die ganze Nacht. Du bist heute mal dran. Okay? Du hast jeden Wunsch frei.
Ich habe Nein gesagt. Wozu soll das noch gut sein? Wie, willst du jetzt gar keinen Sex mehr haben, oder was? Hey, noch gar nicht im Büro? Nö. Willst du es dir doch noch mal anders überlegen? Hey, im Grunde ist es doch ganz einfach nur das klassische Missverständnis. Du denkst, deine Familie sieht in dir nur noch den Goldesel und die haben das Gefühl, in deinen Augen nur noch Schnorrer zu sein. Aber du weißt doch, dass das alles Quatsch ist. Klar, ich kenne deine Mama nicht und ich kenne den Mike auch nicht, aber dass du kein Kind bist, das nie geliebt wurde, das ist doch wohl klar. Worauf ich hinaus will, du kannst dich auf deine Leute verlassen. Die sind schon in Ordnung. Ja, ich weiß, aber irgendwie ist das Vertrauen halt nicht mehr da. Am Anfang habe ich meine Mutter blind vertraut. Das war gar kein Problem. Und Mike, der war schon immer ein fauler Sack, aber wenn es wirklich drauf ankam, war er immer da. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, du weißt nicht mehr so richtig, wer du bist. Nee. Ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich wirklich hingehöre. Hier bist du auf jeden Fall richtig. Danke. Wo ist das Geld? 1.000 Euro hatten wir gesagt. Ja, ich bin gerade ein bisschen klamm. Aber ich bekomme auch noch Geld. Das ändert sich aber in der nächsten Zeit. Also, du kriegst dein Geld auf jeden Fall. Aber nicht erst in einem Jahr. Quatsch, in 1 bis 2 Wochen oder so. Andere Sache, die Nummer mit dem Baby ist durch. Ja? Ja. Allerdings will sie jetzt keinen Sex mehr mit mir. Echt? Bisschen schräg, deine Braut, was? Ja, pass mal auf, so redest du nicht mit meiner Freundin, hast mich verstanden. Du bist schräg drauf. Egal, kannst du ihr nicht einfach irgendwie klar machen, dass sie, dass Sex jetzt gut für sie ist oder dass die Sterne sagen, dass sie ihre Leidenschaft ausleben soll oder wie ihr das immer macht? Okay, macht aber 500 extra. 500 extra? Sag mal, kannst du mal bitte auf dem Boden bleiben? Maximal 200, aber nur wenn... Wenn ich was? Die Beine breit mache? Ich wollte mich nochmal für deine Hilfe bedanken. Es ist wirklich ein gutes Gefühl zu wissen, dass man sich auf jemanden verlassen kann. Wir sind doch eine Familie. Die Aktien müssen jetzt wieder in einem Depot sein. Du glaubst gar nicht, wie froh mich das macht. Ich weiß natürlich, dass sie bei dir auch gut aufgehoben gewesen wären, aber Axel wäre es so sicherlich lieber gewesen. Ja, Axel. Ich verstehe immer noch nicht ganz, wie er diesem Betrug zustimmen konnte. Tarek hat inzwischen herausgefunden, dass Brock damals kurz vor der Pleite stand. Wusstest du das nicht? Nein. Ja, jedenfalls hat er in dem Baubetrug wohl die einzige Chance gesehen, seine Firma zu retten. Kampfgeist hat sie jedenfalls. Wer? Melissa Brock. Ihr Mann hätte längst aufgegeben. Der hätte brav bezahlt. Genau wie dieser Hampelmann, der sich hier gestern aufgespielt hat. Und am Ende den Schwanz eingezogen wird, auch seine Aktien überlassen. Wo stehen wir jetzt? Bei 40%. 14% von Brock gehören mir. Fehlen noch 36. Und eine. Warum bist du eigentlich so scharf darauf, diese Witwe fertig zu machen? Hallo, Frau Brock. Was kann ich für dich tun? Willst du mich verarschen? Was sollte das gestern? Spielst du hier ein Spiel? Dir ging es von Anfang an um die Aktien. Also nicht explizit um eure, aber so wie die Sache nun mal gelaufen ist, bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Man muss flexibel bleiben. Flexibel bleiben? Du hast mit mir geschlafen. Das war aber, soweit ich mich erinnere, deine Idee. Aber die war gut. Na ja? Du Schwein! Im Geschäft und in der Liebe ist alles erlaubt, habe ich recht? Glaub ja nicht, dass ich das einfach so hinnehme. Hm.
so schnell wie möglich eine Aktionärsversammlung einzuberufen, wo wir die neuen Erben vorstellen können. Ja, ich kümmere mich darum. Du verstehst sicher, dass unter den neuen Umständen auch der zweite Teil unserer Vereinbarung hinfällig ist. Du willst dich jetzt doch wieder selbst wählen lassen? Je früher, desto besser. Brock muss doch endlich wieder handlungsfähig werden. Ich werde zwar der neue Vorstandsvorsitz sein, aber ich brauche trotzdem deine Hilfe. Sicher, Melissa. Jederzeit. Danke. Baby, das war ein Spaß. Ein Spaß? Baby, ich wollte dich einfach nur ein bisschen ärgern. Du hast mich verarscht. Weißt du, wie verletzend das ist? Du bist mein Freund. Ich wollte ein Kind mit dir. Baby, bitte. Ich liebe dich. Raus! Verpiss dich! Ey, verzeih mir. Raus, du Arschloch! Gut. Frau Meier. Frau Meier? Sie kommen gerade richtig. Möchten Sie auch ein Glas? Nee, danke. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich mich jetzt doch umentschieden habe. Ich nehme doch die Aktien. Okay, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Schon gut. Das wollte ich Ihnen nur sagen. Da gab es offenbar Streit. Die Ärmste. Sah gar nicht glücklich aus. Aber gut für Sie. Damit haben sich alle Erben für die Aktien entschieden. Und Sie behalten weiterhin 51% der Stimmrechte. Auf die Brock AG. Und darauf, dass wir endlich anfangen können, normal zu arbeiten. Und was, wenn nicht? Wenn Sie sich nicht beruhigt und es wirklich aus ist? Mist. Ja, Mist, das ist die absolute Katastrophe, Mann. Nee, ich meine, was so. Scheiße. Das heißt, wieder zurück an die Tür. Weißt du, wie sehr ich darauf Bock hab, alte Säcke davon abzuhalten, die Mädels anzugrapschen? Weißt du was, Digga, wir könnten auch zu Wurstdeli machen. Die Curry da ist okay. Dann die Kohle, Mann. 7 Millionen Euro. Einfach futsch. Moment mal, Digga, du hast mir nie gesagt, dass Anne so viel erbt. Rocco, weißt du, was das bedeutet, Mann? Das bedeutet Feierabend bis ans Lebensende. Alter, hörst du mir nicht zu? Es kann sein, dass ich keinen Cent von der Kohle sehe, Mann. Scheiße. Ja, scheiße. Also gehen wir jetzt zu Wurstdeli, Mann. Ich sterbe vor Hunger. Das Schlimmste ist, dass Anja sich auf irgendeinen Trottel einlassen wird, der einfach nur mit ihr zusammen ist wegen der Kohle. Und wenn ich mir vorstelle, dass der Typ die anpackt, das darf nicht passieren. Also willst du jetzt ein Baby? Du hörst mir nicht zu, oder? Ich will Anja und die Euronen. Kein fucking Baby! Aber wie willst du das denn machen, Rocco? Wo warst du? Bei der Massage. Die nicht zu uns? Nee, die nicht. Und, was sagt Melissa? Tja, wie nicht anders zu erwarten war, will sie nun doch wieder selbst Vorstandsvorsitzende werden. Das war so klar. Ich konnte das Ganze nur so schief laufen. Ich meine, Jansen, dieser Typ, ja, der hat jetzt einen Großteil unserer Aktien. Weißt du, was das bedeutet? Weißt du das? Ja. Dieser Schwachsinnsplan war deine Idee. Das war nicht meine Idee. Du hast die Sache mit dem Baubetrug ausgegraben. Warum schiebst du immer alles auf mich? Halt den Mund! Halt den Mund, Olaf, okay? Was machen wir jetzt damit? 5 Millionen im Bar. Das ist Schwarzgeld. Wenn wir die reinwaschen, verlieren wir nochmal 30%. Hör auf zu jammern! Was macht man mit Geld, das man zu viel hat? Investieren. Investieren.
was da in dir steckt, ein Genie. Investieren. In Aktien. Und ich weiß auch schon, in welche. Die ziehen wir dir in den nächsten 5 Monaten vom Lohn ab. Einverstanden? Danke. Und du willst mir nicht sagen, wofür das ist? Ist privat. Brauchst du mich jetzt noch? Dann bis morgen. Mike? Ich brauch noch mehr Würste. Gleich schon. Rest gibt's nächste Woche, wenn's weiter so gut läuft, okay? Bitte schön. Danke. Was soll's sein? Omer, hier ist die Polizei, bitte aufmachen. Mein Gott, was ist denn? Frau Meyer, wenn Sie jetzt nicht die Tür aufmachen, wird die aufgebrochen. Wollen Sie das? Guten Tag, Frau Meyer. Kommissar Prise. Kennen Sie einen Rocco Schwarz? Ja, was hat er angestellt? Der hat sich selbst angezeigt. Sehr witzig. Anja, schmeiß das hier nicht alles weg. Bitte. Ich liebe dich. Wieso schnüffelst du eigentlich in meinen Sachen rum? Warum gibst du der Haushälterin eine Jacke in die Wäsche, ohne vorher deine Drogen rauszunehmen? Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Ich muss sie zurückgeben, wirklich. Ich krieg richtig Stress. Mama, die machen mich fertig. Willst du das? Keine Sorge. Du bleibst heute Abend sowieso hier und denkst darüber nach, ob du mich weiter anlügen willst. Besprochen war, dass sie mir helfen. Wir müssen beweisen, dass Axel Brock mein Vater ist. Und je eher, desto besser. Ich habe keine Lust zu warten, bis der Kuchen verteilt ist.